Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ich esse noch ein Krustenbrot und dann will ich hier noch zu Ende erkunden. Das ist jetzt offen. Aber kommt da noch was auf uns? Speicher vielleicht vorsichtshalber. Die Bücherei ist jetzt offen. Tatsächlich, hier ist noch was. Die Bücher kann ich aber nicht mitnehmen. 8 von 15 mystischen Dingern. Seelensteine nehme ich mit. Broschen, Malachit, jetzt Mondschein. Unsichtbarkeitstrank, Standard. Brauche ich nicht. Okay, gibt es noch irgendwas, was jetzt hier offen ist? Die Küche vielleicht? Ich gehe davon aus, dass wir gleich nochmal angegriffen werden. Aber dass hier nach und nach alles aufgeht. Nee, das ist immer noch zu. Okay. Ich glaube, das bleibt auch zu. Hier ist auch zu. Okay. Gut, dann sind wir hier fertig. Und wollen dann nach Dünen ein. So düster Tal. War doch Dünheim, oder? Ne, oder Nebelheim. Die Spuren, die wir hinterlassen, einen Tag warten. Ja, Dünheim. Ne, von Dünenheim zeigt. Also hier unten. Irgendwo in der Nähe. Hulverklippe vielleicht. Die zerstörte Siedlung. So. Ach, jetzt kenne ich das Ding auch. Ja. So, aber ich will das Ding auch endlich mal, Goldfurt, abschließen. Und so, ihr zurück ins Jenseits über euch. Gibt's da vorne auch noch was? Warte mal, die Brücke. Hier sind wir, okay. So. Paddy? Erstmal alle hier platt machen. Sterlingsharnisch nehme ich mal mit.
Komm, die Schriftrollen, Schlüssel, nehme ich alle mit. So, wir wollen wieder Richtung Süden. Also die Richtung. Ich habe da was gehört. Ah, okay. Die können gerne gegeneinander kämpfen. Den da müssen wir bekämpfen. Die beiden. Ich bin irgendwo falsch abgebogen. Muss da lang. Natürlich. Boah. Schön durch den Schädel. Apropos, schlechter von Arc, welche Bücher fehlen uns noch? Hatten wir nicht eine Quest mit denen gehabt? Wo ist denn das? Alle Bände des Schlechtes von Arc lesen. Ich habe alle Bände des Schlechtes von Arc gelesen. Der Autobiografie des Serienmörders Jael Gerberson. Ich habe die schon alle. Okay, ist also abgeschlossen. Aber ich will trotzdem alle Bände haben. Buch 1 und 3 fehlen mir noch. Die muss ich wiederfinden, irgendwie. Nee, warte mal. Nach Osten. Auf die Viecher. Nee. Gegen einen darf ich jetzt noch kämpfen. Der Rest kommt auch noch dazu gerade. Verdammt. Ich hoffe, ich bin jetzt weit genug weg. So viel zu tun. So, alte Grenzwacht. Erkritzelt das Papier? Liebe Mutter, es wird dich freuen, dass Sie zum ersten Mal durch ehrliche Arbeit mein Brot verdienen. Wir haben Silber gefunden, in einem See im Herzland. Es wurde dort freigespült. Endlich kann ich mich zur Ruhe setzen, auf einer einsamen Insel.
Okay. War das der Kurier, der hier dann niedergemäht wurde, oder der Verfasser des Briefes? Ne, wir gehen in die Richtung. Da sind bestimmt wieder ein paar Verlorene. Oder? Oder nicht? Okay. Also mit Goldfurt werden wir auf jeden Fall noch machen. Ich frage mich aber, was wir da jetzt genau machen müssen. Wir haben auf jeden Fall die eine Drachenklaue. Und in der Geschichte von Goldfurt, wo ist die Klaue, kam eine schwarze Hand hier vor. Eine sehr verdächtige schwarze Hand. Kyrischer Kristallwürfel. Hier, Klaue der Dalgorax. Ob das was zu bedeuten hat? Warte mal. Wenn wir jetzt Mythen und Legenden mal lesen, da war, glaube ich, die Aschewitwe. Steht hier irgendwo der Name Dalgorak? Wenn ja, dann müssen wir damit auf jeden Fall mal dahin. Gelenk erkennen. Von dieser Wildmarkeneinstellung des Körpers irritiert. Hatte der Mann einige Sekunden grübeln, die linke gesunde Hand immer noch im Hals der Dienerin. Wir haben Fahrt nicht weiter beschreiten. Ja. Ich sehe hier jetzt aber nicht den Namen Dalgora. Heute in Ruinen des Schlosses lebt und wer nah genug ist, die Klaue ihres Mannes zu dem alten Schloss zu tragen, vermag sie zu wecken. Okay, wir haben die Klaue, glaube ich. Wir müssen das zurückbringen. Aber das machen wir ein andermal. Wir haben die ja jetzt. Und die Frage ist, sind wir dem überhaupt gewachsen? Wo der Schürfer ist, wissen wir ja auch. Mesdames. Bisher? Ihr seid Fremdländer, was? Ihr hättet euch keinen besseren Sinn. Mich überrascht, dass das hier eigentlich keine Nerimesen unterwegs sind. Einen Obolus, der Herr wird es euch vergüten.
Wo war nochmal die Bank? Marktplatz, gehen wir mal dahin. Ich will ja mein Geld mal wieder anlegen. Hallo. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Einzahlen möchte ich. Natürlich. So, ich mach mal genau 20.000. Eine kluge Entscheidung. Ja, und jetzt möchte ich mal einsehen. Natürlich. Durch Zinsen 250 Groschen pro Tag, durch Anteile plus 6 Groschen pro Tag. Maximaler Zinssatz pro Tag 250. Ja, aber... Schreitet wohl und vergesst nicht. So. Ich würde jetzt noch mal zur Unterstadt gehen. Mesdames. Und mal gucken, was Tarael sagt, ob er da irgendwie wieder eine Nachricht für uns hat. Wie spät haben wir es? 4.46 Uhr abends. Wir müssen ja so oder so mit ihm reden und von der Vision erzählen. Von dem Traum. Ja, und? Darf ich nicht? Wo ist denn Tarael? Ist die Quest auch aktiv? Ich rede auch nicht mit euch. Jemand soll im Schlag noch das Monstrum besiegt haben. Oh, das ist echt super. Warte mal, wo führt das jetzt genau hin? Mit dem ersten Seher sprechen. Ich möchte mit dem noch nicht reden. Was wollt ihr? Ist er hier? Tarael. Ah, ihr. Witzig, dass ihr ausgerechnet jetzt auftaucht. Ich habe gerade an euch gedacht. Ah, okay. Warum? Ach, unwichtig. Was gibt's? Ich glaube, der Vater hat mich zu sich gerufen. Ernsthaft? Ich wollte mich hier hinsetzen. Zu sich gerufen? Was soll das heißen? Hat er einen Boten geschickt? Nein, ich hatte einen Traum, in dem ich einen Mann in Roben sah. Er meinte, ich solle den ersten Seher kontaktieren und ihm sagen, die Dämmerung naht. Psionik. Ich hätte es mir fast denken können. Moment, ihr meint, der Vater hat meinen Traum manipuliert? Durch Magie? Nein, das war nicht euer Traum, sondern eine Illusion. Er hat sie euch irgendwann, als ihr im Tempel wart, in den Kopf gesetzt und kürzlich ausgelöst. Ein mentales Theaterstück, wenn ihr so wollt. Und warum die Dämmerung naht? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich irgendeine Losung. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Geht zu ihm. Dann wird sich zeigen, was er von euch will. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es um die Mission geht. In anderen Worten, wir hatten Erfolg. Dann spiele ich mit? Korrekt. Und... danke fürs Bescheid. Ah, kein Thema. So, Spielfrau, was sollte das? Okay, mit dem ersten Seher muss ich mich dann wieder vermummen?
muss ich nochmal lang. Marktplatz, glaube ich, oder? Einen Groschen, bitte. Bitte nur einen. So, da entlang. Vielleicht schon mal das Dingens an. Wo ist denn das? Ja, laufen wir da so rum. Ist kein Problem. Dann ist es halt so. Geht weiter. Na, habt ihr euch vom Zusehen schon die Hände blutig geschafft? Lata Scherer. So, wo ist der eine Kollege, den ich irgendwelche Sachen verkaufen konnte? Und? Hier? Hattet ihr Erfolg? Ich habe ein paar Artefakte für euch gefunden. Gut. Sehr gut. Alte Kristallmünzen. Ah, okay, für ihn sind die, oder wie? Wie viel bekomme ich? 10 Stück? Ich verkaufe ihm erstmal nur eine. Hier, das sollte euch für eure Mühen entlohnen. 13 Groschen. Ah, okay. Unglaublich. So, ich speichere einmal. Erster Seher. Ihr? Ich dachte, ich habe mich klar ausgedrückt. Wartet, bis ihr von uns hört. Das habe ich. Ich hatte einen Traum. Einen Traum? Ich habe einen Mann in Rom gesehen und er sagte, ich soll euch mitteilen, dass die Dämmerung naht. Das... Ich verstehe. Geht unverzüglich zu Bruder Trauer und sagt ihm dasselbe. Er wird euch zum Vater führen. Na gut, wo finde ich Bruder Trauer? Geht den Turm hinauf und dann tiefer in den Berg. Am Ende stoßt ihr auf einen Gang, dessen Treppe in einer Felswand mündet. Jetzt geht. Den Vater darf man nicht warten lassen. Ich würde es feiern, wenn man da auch noch optional hätte, den Vater erwarten lassen. Als Quest. So, Spross. Geht. Der Vater will mich sehen, die Dämmerung naht. Ich verstehe. Ihr dürft passieren. Passieren wohin? Hier geht es nicht weiter. Geht die Treppe hinab. Ihr werdet sehen. Okay. War aber auch irgendwie zu erwarten. Und das ist der... Das ist der Raum aus dem Traum. Okay. So, wer ist das? Gut, dass er keine Geschlechtsteile hat.
Fragment, linkes Auge. Da haben wir das. Und was haben wir da? Wir haben eine Nachricht bekommen. Schön. Kommt, nehmt Platz. Ich bin gleich bei euch. Ich habe Angst. Beendet, Platz nehmen. Wie sieht der denn bitte aus? Wohlan, Dan. Schön, euch endlich von Angesicht zu sehen. Ich würde mich ja vorstellen, aber ich denke, ihr wisst, wer ich bin. Ihr seid der Vater. Korrekt. Der bin ich. Bruder Trauer hat mir bereits von euch erzählt. Er sagte, dass ihr Bruder Zorn bei der Beschaffung der Saiten behilflich wart und dass ihr, wie soll ich sagen, besonders seid. Er hat nicht gelogen, wie ich sehe. Ihr habt etwas Interessantes an euch. Etwas Ungewöhnliches. Gestattet mir eine Frage. Was fühlt ihr Bruder Zorn gegenüber? Tarael, wie ihr ihn vermutlich nennt. Was ich ihm gegenüber fühle? Er ist ein zynisches Arschloch. Er ist ein echter Sonnenschein. Ich mag ihn. Ich habe keine Meinung zu ihm. Er ist mein Auftraggeber, nichts weiter. Ich lüge mal. Verstehe. Wie dem auch sei. Der erste Seher hatte nur Lob für euch übrig. Und legte mir nahe, euch in Erwägung für die Expedition zu ziehen. Das habe ich getan. Sofern ihr denn noch Interesse habt. Mein Interesse hängt wesentlich von der Bezahlung ab. Habe ich? Das freut mich zu hören. Das Geschäftliche zuerst. Ihr erhaltet 250 Groschen im Voraus. Und weitere 250 bei Gelingen. Das ist mehr als nur großzügig. Ich denke, dass es gefährlich wird, brauche ich nicht zu erwähnen. Aber dennoch will ich, dass ihr die Hintergründe voll und ganz versteht, wenn ihr für uns arbeiten wollt. Kommt. Okay. Was ist mit... Ich präsentiere... Der menschliche Körper. Eine Replik. Ihr wollt sagen, das ist eine... Skulptur, ja. Ah, der ist nicht echt. Aber eure Reaktion zeigt mir, dass ich gute Arbeit geleistet habe. Und warum zeigt ihr mir das? Wie gesagt, ich will, dass ihr versteht. Ist euch der Name Manit Dalgalang ein Begriff? Der Mann, der seinen Körper verließ. Nein. Dalgalang war einer der frühen Großmeister des Ordens. Er war ein gerechter Herrscher, gleichzeitig aber auch ein sehr zurückgezogener. Einer, der seine Zeit lieber in Bibliotheken verbrachte als im Emporium. Man sagt, dass Dalgalang schon immer etwas eigentümlich war. Selbst als Kind. Zweifelsohne brillant. Tödlich mit dem Schwert und ein begnadeter Alchemist, aber immer einen glasigen Blick in seinen Augen. Die Suche nach der Befreiung von dieser Fremdheit machte er zu seiner Bestimmung. Verstehe, und was passierte mit ihm? Ich traue mich nicht, hier Fragen zu stellen. Er verschwand. Einfach so. Am helllichten Tag. Während einer seiner langen Meditationen mitten auf dem Hof des Sonnentempels. Natürlich wurde den Ordensmitgliedern, die in der Nähe waren und behaupteten, er habe sich einfach vor ihren Augen aufgelöst, zunächst nicht geglaubt. Doch da auch alte, über jeden Zweifel erhabene Hüter und Arkanisten unter ihnen waren,
machte die Geschichte ihre Runde und hält sich bis heute. In die offiziellen Chroniken des Ordens ist sie trotzdem nicht aufgenommen worden. Ein derartiges Verlassen des Pfades war nicht vorgesehen. Es konnte nicht sein, was nicht sein durfte. Also wurde Dalgalam für tot erklärt. Verschwunden, umgekommen bei einem Unfall auf einer einsamen Pilgerreise durch Enderal. Und ihr meint, dieses Verschwinden hängt mit der Trennung, die ihr anstrebt, zusammen? Das meine ich. Es gab noch mehrere seltsame Dinge, die in den darauffolgenden Wochen geschahen. Seine Mutter, die felsenfest behauptete, dass er sie beim Totenmahl besucht und gesagt habe, dass es ihm leid tat. Sein Diener, der ihm von allen Menschen am nächsten stand, der seine Stimme hörte, als er an seinem Reisestein Blumen niederlegte. Hüter, die seine geisterhafte Gestalt in Demut vor der Malphas-Statue knien sahen. Alles Zufälle und Hirngespinste, mögt ihr nun sagen. Für mich steht jedoch außer Frage, was es zu bedeuten hatte. Dalgalan hatte sein Ziel erreicht. Er hatte es geschafft, seine Seele von seinem Körper zu lösen und die Trennung vollzogen. Moment, ihr wollt sagen, euer Glaube beruht auf dem Mythos um Dalgalan? Nun sagen wir es so. Dalgalan war einer der ersten, die erkannten, auf welchen Irrwegen wir Menschen Zeit unseres Lebens laufen. Wisst ihr, Zeit meines Lebens war ich fasziniert von dem, was manche die Seele nennen. Das, was den Haufen Fleisch, in dem wir zu leben verdammt sind, zu uns macht. Leider sah ich aber auch, wie wenig andere sich dafür interessierten. Sie waren mehr darauf bedacht, zu kopulieren, zu fressen und sich anderen Profanitäten hinzugeben, anstatt sich den Wundern des Bewusstseins zu widmen. Obwohl doch beispielsweise ihre Träume jede Nacht zeigen, was möglich wäre, wenn wir nicht in diesem Käfig leben würden. Und deswegen strebt ihr Ralaim nach Körperlosigkeit? Das habe ich verstanden. Ja, auch wir streben nach der Trennung. Dem Tag, an dem wir alle, vereint in unserem Glauben, diese sterblichen Gefäße hinter uns lassen können. Und ihr habt mir kürzlich den Schlüssel dazu gebracht. Die verlorenen Seiten des Schlechters, in denen er den Raum der Gemälde beschreibt. Ihr glaubt also, dass dieser Raum der Gemälde euch von eurem Körper trennen kann? Wie ist das möglich? Konntet ihr sie überhaupt lesen? Dieser Kalian erzählt, dass sie in der alten Sprache der Schwarzen Waage geschrieben sei. Ich hinterfrage das mal nicht. Och, es wäre zu aufwendig, euch das zu erklären. Nicht zuletzt, weil mein Wissen um den Raum selbst nur auf sehr vagen Überlieferungen und Mythen beruht. Aber das, was darin passiert, die Macht, die ihm innewohnt, sie verändert einen. Auf eine Art und Weise, die weit über gewöhnliche Magie hinausgeht. Aber all das ist für euch ohnehin nicht von Bedeutung. Ziel der Expedition ist es, den Raum der Gemälde zu finden. Und hier kommt ihr und die anderen Söldner ins Spiel. Ihr werdet in die Tiefen des Tempels vorstoßen, in dem er sich befindet, uns den Weg ebnen und dort für mich und meine Ralaim ein Portal öffnen. Damit ihr gemeinsam in diesen Raum gehen und euch von euren Körpern trennen könnt, richtig? Richtig. Angenommen, das funktioniert. Ich traue mich echt nicht, bei ihm dazu fragen. Ich riskiere es mal. Nur die Ralaim, deren Geist ich für fortgeschritten genug halte, werden mich begleiten. Alles andere wäre Mord an meinen eigenen Lämmern. Und außerdem, unsere Lehre ist zu wichtig, als dass sie verloren gehen darf.
Das verstehe ich nicht. Euer ganzer Glaube ruht doch auf dem Glauben an den Tag der Trennung. Wie könnt ihr da eure Jünger zurücklassen? Ich hinterfrag's wirklich mal nicht. Gut, und was genau ist das für ein Tempel? Was er ist oder wer ihn gebaut hat, kann ich nicht sagen. Nur, dass er von einer uralten Zivilisation stammen muss. Und damit meine ich eine, die noch vor den Pyräern existiert haben muss. Und deren Überreste sind zu weiten Teilen schon ein Rätsel für alle, die sich mit ihnen befassen. Die Vorstellung vom Alter dieses Bauwerks ist erschütternd. Die Schwarze Waage, der Mordkult, dem Qualian und Gerbason angehörten, hat sich aber genau diesen Ort ausgesucht, um dort ihre Aufnahmerituale zu vollziehen. Ich habe lange Zeit damit zugebracht, den Tempel ausfindig zu machen. Und vor nun gut einem Jahr ist es mir gelungen. Er liegt weit oben in Enderals Norden, vergraben im Gletscher. Also habt ihr ihn freilegen lassen? Ja, eine teure und schwierige Angelegenheit, aber wir hatten Erfolg. Der Schlund ist geöffnet. Und warum heuert ihr Söldner für die Erkundung an? Könnten das eure Stimmen nicht auch tun? Doch, aber der Tempel ist gefährlich. Und anders als ihr vielleicht glaubt, liegt mir etwas an meinem Lämmer. Dann sind wir also das Futter für die Trolle. Kommt darauf an, ob ihr euch fressen lasst. Nach allem, was ich über den Tempel erfahren habe, ist es nötig, dass 4 Gruppen ihn über seine 4 Pforten betreten. Diese Gruppen werden aus jeweils 2 Söldnern und einer Stimme bestehen. Diejenigen, die den Raum finden, werden vor ihm ein Portal platzieren, durch das anschließend ich und die restlichen Ralaim hinzustoßen werden. Das heißt, ihr geht davon aus, dass nur eine der Gruppen überleben wird? Ich weiß es nicht, aber es ist möglich. Und wie genau gehen wir vor? Zuerst werdet ihr zur Ausgrabungsstätte ins Nordwindgebirge reisen und dort auf meine Ankunft warten. Da ihr bereits mit Bruder Zorn zusammengearbeitet habt, werdet ihr beide mit einem der Söldner eine Gruppe bilden. Habt ihr eine Karte? Zeigt. Wohlan denn. Das Lager befindet sich ungefähr hier. Nehmt am besten einen Myraden zur Schneefels-Taverne und lauft von dort aus weiter. Gut, dann sehen wir uns dort. Richtig. Das werden wir. Tarell, vorm Aufbruch im Lagerhaus treffen. Schließt es sich wieder? So, was sagt Tarail jetzt? So, ich will jetzt wieder mal ein Spross. Was chillt denn hier? So, ich will jetzt meine Sachen wieder anziehen. Und ich möchte jetzt nicht in Unterwäsche rumlaufen. Wo ist das? Da. Ich arbeite zum rechten Weg, dass ich nicht lache. Zeigt Respekt, Oberstädter. Geht weiter. Ja, ich habe auch vor, weiterzugehen. Ja, ich höre ihn. So. Ich höre den Schwarzen.
Es gibt ja oben im Nordwindgebirge jede Menge schwarze Wächter auch da, die in Ehemärzrüstung rumlaufen. Man sagt, die Ranata hört gerade seltener an. Jeder mit offenen Funken anschaut sollte einen Fall. Medam. Wildmagier im Sonnentempel. Dieser Arantia ist so ungewöhnlich wie sein. Warum? Das müssen wir auch irgendwann weitermachen, aber. Ja, jetzt erstmal die. Das hochwohlgeborene Sonnenkind statt. Ach, halt die Klappe, Nodan! So, auf Tarail warten. Was zum. Ah, ihr seid es. Ich nehme an, ihr seid der Einladung nachgekommen. Bin ich. Tarail von der Begegnung mit dem Vater erzählen. Erzählt. Verstehe. Wobei es mir immer noch nicht einleuchtet, warum der Vater euch persönlich gerufen hat. Naja, wie auch immer. Jetzt wird es kritisch. Die Expedition ist die einzige Chance, die wir bekommen. Dass wir beide zusammen in eine Gruppe kommen, erleichtert schon mal vieles. Was mit dem dritten Soldat? Wie wollt ihr ihn davon überzeugen, bei unserem Plan mitzumachen? Mitzumachen? Gar nicht. Wir töten ihn, sobald sich eine Möglichkeit dazu ergibt. Das Letzte, was wir brauchen, sind zusätzliche Risiken. Gibt es keinen anderen Weg? Wir wissen doch überhaupt nicht, wer er sein wird. Ich sag mal in Ordnung, da wird ihm wahrscheinlich eher gefallen. Na dann, ich schlage vor, ihr reist alsbald zum Tempel. Ich werde wohl mit dem Vater zusammen eintreffen. Wisst ihr denn irgendwas über den Tempel, warum er so gefährlich ist? Nicht mehr als ihr. Aber wir sollten uns auf das Schlimmste vorbereiten. Okay, bis dann. Bis dann. Ich zähle auf euch. Zur Ausgrabungsstätte der Ralate im Nordwindgebirge reisen. 4 Sterne. Oh, das wird ein Spaß. Nordwindgebirge ist ja schon schwer. Grüße. Mittag. Wo genau? Ah, okay, die Ausgrabungsstätte. Festung Felsenwacht. Das, was abgeschlossen war. Okay, das ist es. Schreitet wohl. Das wird eine lange Reise, definitiv. Wir nehmen den, wie der Vater gesagt hatte, nehmen wir den Myraden zur Schneefelstaverne und dann weiter Richtung Norden. Wohin genau? Wäre am sinnvollsten. Hier ist die Schneefelstaverne, ich glaube hier entlang. Schreitet wohl. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Schneefelstaverne. Da. Oh, das sah gefährlich aus. Die Disziplin Vagabund verbessert euer Wissen über leichte Rüstung und die Kunst der Alchemie. Ihre Talente hingegen ermöglichen es. Nie darf ich zu Ende lesen. So. Warte mal. Okay, erstmal Dala. Und dann von hier aus Richtung Osten. Ich hoffe, hier gibt es jetzt keine
großen Gefahren für uns. Natürlich doch. Das wird heute gar nicht. Jo, überteilt. Ja, ich sterbe gleich. Ja, gut. Stecken wir da erstmal fest. Also wenigstens können die uns nicht looten. Also an denen dann vorbeirennen. Warte mal. Gipfelstürmernest. Von da brauchten wir ja auch noch Eier. Aber an denen rennen wir mal lieber vorbei. Die sind doch schon ein bisschen OP. Ich will doch nur vorbei. Tschüss. Ich hoffe, die kommen nicht hinterher. Okay, die sind wir losgeworden. So, hier jetzt erstmal nur geradeaus. So, wo ist die Kreuzung? Ich glaube, da vorne ist sie schon. So, hier jetzt einmal so abbiegen. Und dann, glaube ich, da lang. Genau. Also bei der Musik muss ich sofort an Skyrim denken. Aber so ein eigenes Lied hier für Enderer gemacht, oder nicht? Okay, Pirscher oder Wölfe? So, welche Kreuzung ist das? Hier müssen wir nach Norden. Okay, da lang. Ach nee, hier hatte ich ein paar Sachen vergessen. Ein paar Vatüren oder sowas. An denen ich vorbeigerannt bin. Die ein bisschen OP waren. Nicht, dass ich gleich wieder zurück muss. Und die Dinger. Ich hoffe, die beiden schaffe ich jetzt locker.
Ach ne, der Wolf jetzt. Okay, der sieht mich noch. Vielleicht einmal kurz hier speichern. Bis er mich verloren hat. Und gleich was essen. So, speichern. Ah, den Magier müssen wir zuerst loswerden. Da hinten ist ja noch ein Magier. Wir das schaffen werden. Das sind mir zu viele Magier. Kurz speichern. Vielleicht können wir den hinterrücks erdolchen oder so. Wo ist er? Der Biss eines ja. Nein. Den? Jetzt hör auf! Alter! Alter! Dass er manchmal nicht aufhören will, oder dass man einfach manchmal nicht aufhören will zu sprinten. Autsch. Ich hoffe, da kommt hier nicht ran. Treffen wir den? Das ging daneben. Ja, brenn! Und stirb! Ja, wir haben es geschafft. Speichern. Die sind wir schon mal losgeworden. Leben muss erstmal aufladen. Ich hoffe, da oben gibt es jetzt keinen mehr. Da oben ist noch ein Magier irgendwo. Autsch. Kann ich ihn treffen? Das ist eigentlich ein Headshot. Warum lebt er noch? Ja, hör auf auszuweichen.
So, den bin ich losgeworden. Speichern. Und wir brauchen nochmal ein Stück Krustenbrot. Okay, wahrscheinlich hatten wir die Spinne da. Angelockt. Ich hoffe, hier gibt es jetzt keine mehr. Dass es nur der Wachturm war. So, wie weit noch? Ich hoffe, hier gibt es jetzt keine Riesenspinnen. Oder wieder so Magier. Ist das ein Stein oder? Das, ne, ein Baumstamm. War Türen, verdammt. Ich habe die vergessen. So. Sind wir noch? Ja, wir sind noch auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, hier gibt es jetzt nichts, was uns gefährlich wird. Nordwindgebirge ist schon sehr gefährlich. Hier sind die schon sehr, sehr stark. So, Manfred. Und noch ein Manfred. Ich glaube hier entlang, ne? Ja. An Manfred und Manfred und Manfred vorbei. Manfred, ich tu dir nichts. Aber gut, dass wir vorher hier schon ein bisschen unterwegs waren und ein bisschen hier aufgeräumt haben. Okay, nur noch über diese Kurve hier und dann sind wir da. Dann sind wir endlich bei der Ausgrabungsstätte, die verschlossen war. So, da ist die ja schon. Das heißt, dann diese eine Quest, glaube ich, noch.
Und dann ist die Ralata-Storyline auch schon beendet, oder nicht? Also die schwarzen Wächter sind ja auch schon Geschichte. Ein Reisender. Der liegt ja immer noch hier. Und jetzt hört sich das auch besiedelt an. So, Ausgrabungsstätte, das war die. Aber ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.